Gut, dann gönnt ihr mal. Ich bleib da und schau auf dir. Es soll ja nicht noch ein Lämmli verloren gehen. Nur darum, weil niemand auf sie schaut. Mach dir keine Sorgen. Der liebe Gott sorgt für dich. Du kannst getrost mitkommen. So haben sich die Hirten mit ihren Geschenken auf den Weg gemacht, zum Stall in Bethlehem. Sie haben es präsent gehabt. Das kleine hier Kind zum Besuchen begrüßen. Auch der kleine Hirt ist mitgegangen, auch wenn er kein Geschenk hätte mitnehmen können. Schon bald waren sie am Ziel. Ihre Freude war schon riesig. Die Hirte konnte es kaum erwarten. Das Brot und der Käse ist für euch.
ist die beste Frage von euch. Die Decke soll dir warm geben. Und ich spiele dir ein Lied, damit du ganz besonders gut schlafen kannst. Der Stab soll dein ganz Leben lang stützen. Bis jeder von ihnen an der Reihe war, zinterst ihnen ist der kleine Hiob gestanden. Ich bin nur ein kleiner Hiob. Ich habe dir leider nichts mitgebracht. Und ich schäme mich. Aber der Herr Gott hat gesagt, dass ich das empfohlen. Darum bin ich trotzdem da. Der Flieger hat traurig seine Lehre in Hände gezeigt. Er hat sich geschämt. Auch du bist ganz besonders willkommen, kleiner Hirt. Schau das kleine Bübli dort in der Krippe. Er lächelt. Für ihn ist es schönste, dass es dich gibt und dass du da bist. Der Josef hat in die Runde geschaut und dann gesagt: Am meisten freut er sich, dass ihr alle da sind. Die Gemeinschaft, die wir jetzt und für immer haben, das ist sein grösstes Geschenk.
Felix, hast du jetzt eine Idee, was du wünschst? Ja, klar, aber das kann man mit Geld nicht kaufen. Ich wünsche mir einfach Zeit füreinander, Freundschaft und Gemeinschaft und ganz viel Liebe. Thank you.
Ein besonderes Geschenk hat Gott uns gemacht. Jesus, sein Sohn, kommt in die Welt. Seine Liebe verändert, verbindet, weckt auf, macht gesund, tut die Augen auf, nimmt die Menschen in die Gemeinschaft, richtet auf und gibt Hoffnung. Und wir hoffen auch ganz fest, dass das Wirken von Jesus und seinem Geist auch heute immer wieder Früchte trägt und uns verändert hin zum Frieden. Jetzt kommen der Lian, Anina, Dario und der Lukas für die Fürbitte. Ich bitte Sie, wenn es geht, für die Fürbitte aufzustehen. Diesem Kind in der Krippe, von dem so viel Licht und Wärme ausgeht, diesem Kind wollen wir vertrauensvoll sagen, was wir auf dem Herzen haben. Von diesem Kind, das uns mit grenzenloser Liebe entgegentritt, wollen wir uns erleuchten und verwandeln lassen. Du kleines Kind in der Krippe, du schenkst uns Freude. Erleuchte mit deinem Licht alle Menschen, die traurig sind. Wir bitten dich, erhöhe uns. Du kleines Kind in der Krippe, du schenkst uns Hoffnung. Erleuchte mit deinem Licht alle Menschen, die niedergedrückt ohne Hoffnung sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Du kleines Kind in der Krippe, du schenkst uns einen Sinn für unser Leben. Erleuchte alle Menschen, die auf der Suche nach einem erfüllten Leben sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Du kleines Kind in der Krippe, du schenkst uns Mut, verwandle mit deinem Licht alle Menschen, die mutlos sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Du kleines Kind in der Krippe, du schenkst uns Frieden. Erleuchte mit deinem Licht alle Menschen, dass sie sich von Streit, Hass und Krieg abwenden. Wir bitten dich, erhöre uns. Ja, lieber Gott. Lass es hell werden in uns und um uns herum, damit groß und klein sehen kann, dass du unter uns lebendig bist, durch Jesus, unseren Bruder, deinen Sohn. Amen. Alle unsere Anliegen, auch die, die wir in unseren Herzen tragen, fassen wir jetzt zusammen im Gebet, wo Jesus seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo Jesus geboren worden ist, haben Engel den Frieden auf Erde verkündet. Jesus schenkt uns den Frieden, den wir so dringend brauchen. So geben wir uns doch ein gegenseitiges Zeichen vom Frieden.
Guter Gott, du hast uns mit deinem Sohn Jesus reich beschenkt. Mit ihm kommt das Licht und die Liebe in die Welt. Schenke uns im Leben, was wir wirklich brauchen. Und lass uns immer wieder freigebig mit anderen das teilen, was ihr Leben gut macht und bereichert. So kann es hell werden für alle Menschen auf der Welt. Hilf uns, dass die Liebe das letzte Wort hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Freund, der heute geboren wird. Janik, meine Stimme streikt. Kannst du übernehmen, bitte? Die heutige Kollekte ist wie jeden Heiligabend bestimmt für das Kinderspital in Bethlehem. Es setzt sich für gesundheitlich und sozial benachteiligte Kinder, Mütter und ihre Familien ein. Das Spital steht als Hoffnungsträger und Insel vom Frieden in einer politisch unsicheren Region. Alle Kinder kommen dort Hilfe über, egal woher sie sind oder welche Religion sie haben. Heute Abend um 10:30 feiern wir die Mitternachtsmesse hier in Herisau und morgen um 10 Uhr den Festgottesdienst. Ganz herzlichen Dank euch. Musst du ja nicht selber danken, sagen, Janik, gell? Ganz herzlichen Dank euch, liebe Kinder, für euer engagiertes Vorbereiten und jetzt spielen, singen und musizieren. Ihr habt uns auf eine schöne Art und Weise teilhaben am Wunder der Heiligen Nacht. Ich glaube, ihr habt nochmal einen Applaus verdient. Ein herzlicher Dank dir, Nadine und Meron, fürs Schreiben, Vorbereiten, Planen. Dir, liebe Bettina, ganz herzlichen Dank fürs Lieder aussuchen, musizieren und singen. Schön, haben wir auf euch alle können zählen. Herzlichen Dank auch dem Mesmer-Ehepaar für die Hintergrundarbeit und den Kirchenschmuck. Man kann sich einfach immer auf euch verlassen, das ist mega schön. Wie es bei uns Tradition ist, singen wir jetzt alle miteinander Stille Nacht. Thank you.
kommen jetzt zum Segen und nachher, Kind, gehen wir nochmal miteinander über. Gell, wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Und die Eltern dürfen dann ihre Kinder nachher dahin abholen. Der Herr segne diese Feier, damit wir gesegnet sind. Erweite unsere Wahrnehmung, damit Staunen sich regt. Erfülle unsere Herzen, damit Funken der Freude erglühen. Eröffne unsere Münder und Hände, damit das Gute sich vermehrt. Der Herr segne dieses Fest seiner Menschwerdung, damit auch wir zu Menschen werden und gesegnet sind. So segne uns der gütige Gott, der Vater und der Sohn und die Heilige Geist.